leaves are turning brown. Grüß euch, Freunde vom Radlwadl und der gepflegten Autounterhaltung. Ja, ich bin heute wieder unterwegs in Sachen Biken und mache heute eine wunderbare herbstliche Tour zur Schiesslingalm im Bereich von St. Ulrich. Ja, der Herbst hat sich ja schon in herbstlichem Kleid gewandelt, wie du ungefähr an den Bäumen sehen könnt. Und hinter mir sagt sie auch der Quasar beim prächtigsten Wetter. Das seht ihr bei mir am Leibe, ist wunderbare Temperaturen. Ich konnte sogar in der kurzen Hosen fahren, aber gescheiter eine lange Hose noch ziehen. Gell? Aber diese Richtung geht es nicht, weil du, wie ich gesagt habe, du bist der wilde Kaiser, sondern diese Richtung, Richtung St. Ulrich am Billersee, und zwar die Schiesslingalm, liegt eigentlich genau in dieser Verlängerung da zurück, im Bereich der Luferer Steinberge, auf ca. 1300 Meter hoch. Und bis wir zu der Alm hinkommen, müssen wir vorher noch durch einen sogenannten Schwintergraben durchgefahren. Das ist ein sehr ursprünglich belassenes Bergtal mit einem wunderbaren Bach innen. Aber diese Impressionen seht ihr dann, wenn wir jetzt auf den Weg reingehen. Ich darf sagen, fahren wir los, dann haben wir es. Und dann haben wir es um. Kommt's mit? Auf geht's, packen wir's. Soon they'll be falling down. Not now, I'm not ready, not just yet. Zum Grieseltal, zu dem besagten Tal, habe ich gesagt, dass das noch sehr naturbelassen ist mit dem Grieselbach. Unverbaut, es sind ein paar kleine Wehr sind, aber sonst ist alles so ein richtiger Gebirgsbach, wie er sich austoben kann. Und da geht es noch weiter auf die sogenannte Schiesslingalm auf 1300 Höhenmeter. Ja, wir sind jetzt sozusagen auf der Südseite von den Luferer Steinberge, also gleich dahinter, wo es oben seht, die Steine, das sind die Luferer Steinberge. Und auf der einen Seite drüben, da ist dann Lofer in Salzburg. Also wir sind jetzt da noch in Ruhe und auf der anderen Seite drüben ist dann das Salzburger Land. Ja, wir fahren jetzt da weiter rein ins Grieseltal und zeige euch ein paar Impressionen. Da hinter der Kamera, die blinde ich jetzt ein, da ist die Außenstation Hals. Und da für Wanderer, die was gerne wandern dann oder nicht mit dem Radl fahren, ist da drüben der Parkplatz. Allerdings hofft sich der Wirt, dass er einig jetzt und dass du ein Glas ein Bier also am liebsten mit seinem Mann hast. Oder ich passe dann die Ausnahme. Gell? Ja, also auf geht's, packen wir's, fahren wir rein ins Grieseltal. Thank you.
So, jetzt bin ich bei der Schiersling einmal angekommen, genauer gesagt da bei dem wunderbaren Gipfelkreis oder Hügelkreis von der Schiersling einmal auf 1300 Meter. Eine wunderbare Szenerie am Rande der Lofra Starnberg, habe ich gesehen. Da lacht mich schon das Geiselhorn runter, lacht es mich schon an und ja, irgendwann werde ich schon noch mal raufkriegen. Bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, habt ihr gesehen, wunderbare Auffahrt rauf und schöne herbstliche Eindrücke haben wir da sammeln können. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben, kommentieren. Und das Beste, was an Radlwadl am meisten gefreut, sind natürlich die Abonnements. Die Abonnements, das ist auszubringen. Ja, ich werde jetzt noch mal runterrattern, da wo ich raufgefahren bin. Vielleicht gehen sie noch ein, zwei Filmaufnahmen aus. Ich bedanke mich für euer Dabeisein wieder und für eure Kommentare, wie ich schon gesagt habe. Und wünsche euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Inka Radlwadl. Juhu! Sollte wer die Tour nachfahren wollen, natürlich kein Problem. Ich schreibe es unten in die Bemerkungen. Eine, da setze ich am Link eine zu dieser Tour auf Komoot. Da sind GPS-Dateien drin und natürlich auch Fotos und eine kleine Beschreibung. Also wenn es wer nachfahren möchte, auf meinen Komoot-Kanal. Und dahin geht's.